Duplikatenvernichtung. Sie sind gefeuert. Haha, kleiner Scherz. Aber ich habe tatsächlich eine Nachricht von Ihrer anderen Vorgesetzten. Sie ist heute gesundheitlich beeinträchtigt, aber sie lässt Ihnen ausrichten, es wird Zeit, alle Ineffizienz zu beseitigen. Das ist schon alles. Legen Sie alles aus der Inbox in die Outbox, außer Sie haben den gleichen Wert zuvor schon gesehen. Verwerfen Sie alle Duplikate. Das ist ja lieb, oder? Ja, dann würde ich mal sagen, wir gehen in die Inbox. Kopieren das Teil zur Adresse von hier. Denn, bevor wir das machen, copy from here to here. Wir brauchen immer eine 0, die muss uns erhalten bleiben. Wenn wir das jetzt verändern, dann wissen wir nicht, ob das jetzt immer 0 ist oder nicht. Das heißt, wir brauchen die 0, wir nennen das hier Counter. Count, so. Count ist was anderes. So, copy to count. Perfekt. Und dann... Ja, was machen wir dann? Na, gehen wir mal einen Schritt durch. Nur den ersten hier. Beim ersten würde definitiv sein, copy to the und Outbox. So. Dann würden wir den Counter hier hochbumpen. Auf Nummer 2. Und würden direkt überprüfen. Würden den Counter hier hochbumpen. Und würden dann quasi zurück in die Inbox springen. Aber wir haben jetzt noch nichts überprüft letzten Endes. Wir kopieren das einfach stupide hier heran. So, das ist Count. Oh, Doppelschleife. Ich sehe schon Doppelschleife. Wir brauchen das doppelte Teil hier. Das bedeutet, wir nennen das nicht Count, wir nennen das jetzt I. Machen wir es ganz scheiße. Und J. So. Und natürlich vertauscht, ist ja klar. So, Bump I, damit wir wissen, okay, wo legen wir was rein? Und wir sagen dann natürlich auch Copy to J, damit wir da auf 0 sind. Wir machen jetzt Folgendes. Wir kopieren das rein. Wir sagen Inbox. Wir sagen... Oh, genau an dieser Stelle, wo wir in die Inbox gehen, würden wir jetzt mit J abgleichen. Das heißt, wir würden jetzt eine Schleife machen, die die Inbox mit den bisherigen Werten vergleicht. Das heißt, innere Schleife, äußere Schleife. Äußere Schleife heißt, wir fügen dann was hinzu, sobald was Unduplikatisches ist und legen es da rein. Und wenn was Duplikatisches ist, vergleichen wir es nur. Okay. Heißt, wir gehen in die Inbox. Wir nehmen den Counter, was weiß ich, J. Nehmen wir einen J, okay? Das ist nicht so cool. Ist ja wohl gar nicht. Wurscht. Wir nehmen den Counter J. Wir vergleichen. Okay, das heißt, wir sagen, wir haben Copy to Bla. Wir gehen in die Inbox und sagen jetzt Duplik. Ich war schon mal besser mit dem Schreiben. Das schaut jetzt sehr piktografisch aus. Ist egal. Duplicate. Und da sagen wir einfach subtrahiere die Adresse von J. Ist in dem Fall 0. Der vergleicht jetzt, okay? Wir sehen 0. Passt. Wenn das 0 ist, dann kann es gleich direkt wieder hierher gehen. Nein! Oh. Warte mal. Copy from 14. Das muss man nämlich nochmal machen. Das Ganze. Er muss nämlich dann den J-Counter wieder zurücksetzen auf 0, weil er dann wieder mit dem normalen hier beginnen muss. So, ist es kein Duplikat? Also du subtrahierst es und sagst, ja, scheiße, ist ein Duplikat? Oder ist eben kein Duplikat? Oh, da haben wir jetzt nur ein Problem. Da haben wir ein Problem, Leute. Das Problem ist, uns würde die Zahl verloren gehen. Das heißt, neben dem würden wir ein Temp machen, wo wir das vorher zwischenspeichern.
Wir müssen nämlich die Original, den Originalbuchstaben zwischenspeichern, weil sonst würde uns das Ding verloren gehen, wenn wir da subtrahieren anfangen. Heißt auf gut Deutsch. copy from, copy to. Copy to was? Achso, ja, das passt. Okay, wir gehen in die Inbox. Wir sagen, bevor wir in die Inbox gehen, sagen wir copy to temp. Dann subtrahieren wir J davon. If, wenn das 0 ist, ja, passt, fangen wir wieder von vorn an mit dem Scheiß. Ansonsten kopiere mir das Ganze zu I, bump mir I und jump. Probier mal, das hinhaut. Ah ja, wir brauchen einen initialen Scheißdreck. Fuck! Das heißt, wir müssen initial schon mal sagen, da ganz am Anfang, copy to I. Dann würden wir tatsächlich sagen, Outbox, bump I und oh. Oh. Inbox. Copy to address von I. So. Outbox. Bump I. Dann copy from 14J Inbox. Passt. Ich glaube, das könnte gehen. So. Was habe ich da gemacht? Du hast anstatt A. Ah, Moment. Wir haben hier Sub J. Ja, genau. Wir subtrahieren. Ist nicht gleich. Und dadurch müssen wir noch ein Copy from hier einfügen. Vor dem Copy to. Copy from Address. Nein, nicht Address. Entschuldigung. Copy from Temp. So, in dem Fall. Ich glaube, das geht besser. Ich glaube, ich habe gerade eine Möglichkeit gefunden, wie wir das schöner machen. Hoppla! Und wir haben was falsch auch noch gemacht. Was ist denn da los? Spinn ich? Gut. Sub J. Wir haben D. Er subtrahiert jetzt. 0. Ergibt 1. Fuck. Oh Gott, wir müssen natürlich die ganze Schleife durchgehen. Jetzt gehen wir, vergleichen wir es mit dem ersten. Das erste sagt, ja, passt schon, haut schon hin. Aber wir müssen es natürlich mit allen bisherigen vergleichen. Und das heißt, das haben wir jetzt natürlich vergessen. Das heißt, wenn wir jetzt das Duplicate prüfen, müssen wir, haben wir hier, copy to temp, da ist jetzt drinnen. Super Sache. Wir subtrahieren es mal und da fängt die Schleife an. Wir subtrahieren es dann von J, Loop, das markieren wir dann direkt gleich mit Loop, so, mach zu, gut, an dieser Stelle wäre es jetzt so, wir subtrahieren das Ganze, was wir hier haben, Duplicate Loop, so, von J, von der Adresse, also vom Adresseintrag J, das ist dann 0, passt. So, dann würden wir sagen, jump if zero. Ja, aber wenn es nicht zero ist, dann müssen wir noch was machen. Wir müssen nämlich sagen, copy from, wirklich J der Wert, und subtract, na warte mal, umgekehrt, copy from I, subtract J, und da haben wir dann, wenn ihr gleich seid, das heißt, wenn ihr 0 seid, dann, fuck, oh fuck, na, wir machen es so, wir machen es anders,
Wir machen Copy from Jay. Oh Gott. Warte mal, wenn das gleich ist. Moment! Wenn das gleich ist, dann kannst du eh gleich weitergehen. Ist es ungleich, dann machen wir das. Copy from Jay. Subtract I. Wenn das negativ ist, Fuck. Nicht, wenn es negativ ist. Wir müssen einfach mal das addieren. Das scheiß J müssen wir addieren. Zum Schluss nämlich. Haben wir J++ irgendwo? Copy to J, da haben wir es. Okay, das heißt, wir bräuchten auf jeden Fall ein J++ hier. Das heißt, Bump. Jump if zero, copy from J sub I. Moment. Das machen wir später erst. Wir machen Bump J plus plus. So, genau. Dann kann es sein, dass wir jetzt schon drüber sind. Das heißt, dass J größer ist. Das heißt, wir machen ein Copy from I und subtrahieren J davon. Wenn das dann negativ ist, bedeutet das... Na, wir kommen... Ach, Scheiße! Fuck! Ach du, diese... Oh, rudimentären Befehle, hey, ich krieg einen Anfall, hey, mit diesen echt steinzeitlichen Arschzeug, aber genau deshalb spiele ich das da. Ah, das ist so ein Hirnknoten gerade. Copy to temp, sub J. Warte mal, copy to temp, sub J. Gut, wenn das jetzt noch nicht gleich ist. Sag mal, es ist ungleich. Sag das nicht, dass das in der ganzen... Gut. Dann machst du J. Plus plus. Und wenn J plus plus. Wenn J noch kleiner ist als. Okay, copy from J. Copy from J. Wenn Sub I, wenn das kleiner ist, das heißt, wenn ich J minus I, das heißt, das ist zum Beispiel 5 minus 6, wenn das noch kleiner ist, dann sagen wir Sub J. Aha. Jo, wir brauchen auf jeden Fall hier Copy from Adresse auf Temp, na, Copy from Temp tatsächlich. Okay, Copy from Temp. Das, der subtrahiert dann das, die Adresse von J davon. Wenn das gleich ist, kannst du gleich weitergehen. Wenn das nicht gleich ist, erhöhst du J, subtrahierst das mal von I und schaust beim Erhöhen, ob du noch negativ bist oder 0 bist. Solange das der Fall ist, passt es. Und ansonsten sagst du copy from temp to I und passt. Okay, jetzt haben wir es. Wow. Oh, was? C. Was macht er jetzt? Er subt J, was? C? Und er subt 1. Nur 1 gibt's noch nicht. Warte mal. Okay, wir haben jetzt J is 1. Weil du J gebumpt hast.
Weil sie gleich sind. Ah ja, genau. Das heißt, wir dürfen da nicht... Okay, passt. Das Zero da mal weg. Das könnte gehen. Warte, warte. Irgendwas ist da nicht richtig. Wieso wird denn das nie zurückgesetzt? Copy from temp. Copy to I. Bump plus I. Ah ja. Und Jump. Und der Jump ist leider... Hierher. So, jetzt aber. Ja, J. J ist nicht zurückgesetzt worden. Cool. Yeah. Ja. Oh, 22 Befehle, das ist zu viel. Oh, egal. Egal. Mir wurscht, jetzt kommt der Kettenplünderer nach dem Cut.